Es war wieder Weltuntergang. Donner, Lärm, einstürzende Häuser, Staub. Und dann der Gedanke, ich werde sterben. So beschreibt ein Überlebender den 12. Jänner 2010, als das Erdbeben der Stärke 7 den Inselstaat Haiti erschütterte. Zwei Millionen Einwohner waren davon betroffen. Über 220.000 Menschen starben und Millionen versuchten in der Nähe der Hauptstadt Port-au-Prince irgendwie zu überleben. Fünf Jahre nach dem in der Karibik schlimmsten Erdbeben der letzten 200 Jahre besuchen wir Haiti, das ärmste Land der nördlichen Hemisphäre. Auch heute noch. Die Menschen, die aus der Hauptstadt flüchten konnten, haben sich hier neben einer Müllhalde niedergelassen. Das Erdbeben hat ihnen ihre ohnehin kargen Lebensgrundlagen geraubt. Janine Pierre zeigt uns, wie sie seit 5 Jahren mit ihren 3 Kindern lebt. Et les enfants, c'est très très joli. Qu'est-ce que vous avez fait? Les enfants, elles dorment où? Les enfants sur le lit. Auf dem Boden und eines bei uns auf dem Bett. Wir haben keine andere Möglichkeit. Vous avez des matelas, d'autres matelas ou comment? Où tu dors? Dans le dos. Die Töchter schlafen mit Decken auf dem Boden. Das Dach leckt in der Regenzeit. 5 Personen ohne Zukunftschancen in einem Zelt. Sie haben uns gesagt, sie werden uns helfen. Aber bis heute ist noch nichts passiert. Während des Erdbebens oder danach? Wir haben auf der Straße gelebt, wie die meisten Menschen. Wir waren hilflos und für meine schwer verletzte Frau gab es keinen Arzt. Aber dank Gott haben wir überlebt. Die meisten Überlebenden wollen über das nur eine halbe Minute dauernde Erdbeben und die Zerstörung von Häusern, Schulen, Ministerien nicht mehr reden. Sie wollen es vergessen und sich auf ihr tägliches Leben oder besser Überleben konzentrieren. In Port-au-Prince mit rund 2,5 Millionen Einwohnern brachen ganze Häuserzeilen zusammen. Selbst der Präsidentenpalast, wie auch etliche Ministerien, wurden dem Erdboden gleichgemacht. Der Wiederaufbau geht nur langsam voran. Heute ist von dem Präsidentengrundstück nur mehr ein Zaun zu sehen. Und was noch von dem Stadtkern übrig ist, wird von Besuchern gemieden. Hier haben sich mittlerweile Banden niedergelassen. Die Polizei ist machtlos. Neben den Trümmern der Kathedrale haben sich die Ärmsten niedergelassen, die wirklich nicht mehr wissen, wo sie sonst mit ihren Familien leben könnten.
Kurz nach dem Erdbeben gab es hunderte von Zeltlagern, die von Nichtregierungsorganisationen unterstützt wurden. Auch heute noch leben Tausende in Zelten, wie dieser 52-jährige Mann. Ja, wenn es regnet, wird alles nass. Meine Matratze auch. Am Schreckenstag war er in der Kirche. Als er sein Haus suchte, fand er nur noch Trümmer, unter denen seine Frau und seine drei Kinder lagen. Seine Schwester entdeckte noch zwei Fotos in dem Schutt. Das ist alles, was Alric von seiner Familie blieb. Et depuis le tremblement de terre, vous ne pouvez pas travailler vraiment. Non. Nein. Ich warte hier seit 4 Jahren. Und in meinem Kopf geht alles durcheinander. Die Bilder von der Zerstörung meiner Familie. Ich habe immer noch Angst. Ich verlasse diesen Platz selten. Ich kann den Lärm nicht ertragen. Traumatische Ängste, die Bilder der Toten und der Verletzten bleiben den Menschen ein Leben lang. Aber es fehlt an professioneller psychologischer Hilfe. Das Denkmal in der Hauptstadt soll an die schlimmste Katastrophe des Landes erinnern. Für uns als Katastrophenhelfer hat uns die Situation nach dem Erdbeben in Haiti persönlich auch vor große Herausforderungen gestellt. Die Lage war sehr bedrückend. Das enorme Leid, die Tausende, Hunderttausende Menschen, die wir gesehen haben, die obdachlos wurden durch das Erdbeben, die alle Familienangehörige verloren haben. Der haitianische Staat funktionierte schon vor dem Beben nur minimal. 4/5 der sozialen Dienstleistungen kommen von internationalen Hilfsorganisationen, sowie die Hälfte des Staatsbudgets. Und das Erdbeben hat Millionen Menschen die ohnehin karge Lebensgrundlage geraubt. Und danach kam die Cholera-Epidemie. So wie bei dieser Familie. Sie verkaufen gekochte Erdnüsse in kleinen Säckchen für umgerechnet ein paar Eurocents. Alle 8 Familienmitglieder erkrankten an der Cholera. Sie hatten kein sauberes Wasser und konnten es sich auch nicht kaufen. Das Leben ist hart. Mein Mann hat keine Arbeit. Wir konnten nichts gegen die Cholera tun, weil wir kein Geld hatten. Glücklicherweise haben wir alle überlebt. Die Hygiene in diesen Dörfern hier ist sehr schlecht. Viele Menschen sind deshalb gezwungen oder Familien sind gezwungen, ihre Bedürfnisse in der freien Natur zu verrichten. Was wiederum negative Konsequenzen hat auf die Hygiene und vor allem auch im Hinblick auf die Verbreitung von Krankheiten wie Cholera. Die Familie schickt nur 3 von ihren 6 Kindern in die Schule. Auch das können sie kaum bezahlen. Nachbarn helfen aus, wenn Not ist. Die Fischverkäuferin Françoise Moucherie überlässt ihnen ein paar Scheiben vom Fisch, damit die Familie wenigstens einmal am Tag eine sättigende Mahlzeit bekommt. Robert Moosbrugger war kurz nach dem Erdbeben für Caritas in Haiti und hat hier ein Jahr lang gewohnt.
Er wird von den Menschen, denen er 2010 nach dem Beben geholfen hat, herzlich begrüßt. Besonders Madame Blanchard ist kaum zu bremsen. Konto, die Wurde vor. Sie bekam von Caritas Unterstützung, weil sie alles verloren hatte. Heute ist der Bregenzer verantwortlich für die Caritas-Projekte im Land und ist mindestens einmal im Jahr in Haiti. In Zusammenarbeit mit der Bevölkerung wurden Trinkwasserspeicher gebaut, um der Cholera-Gefahr zu entgehen. Eine Person aus der Gemeinde ist für den Verkauf verantwortlich. Seit letztem Jahr geht zwar die Zahl der Erkrankten und Todesfälle zurück, aber es gibt immer wieder Neuerkrankungen, hervorgerufen durch verseuchtes Wasser. Eine 4-Liter-Plastikflasche voll kostet 25 Gurt. Das sind umgerechnet 40 Euro-Cents. Für viele ist das unerschwinglich. Sie gehen trotz Cholera-Gefahr an die öffentlichen Wasserstellen. Normalerweise ist die Gemeinde für den Wasserverkauf zuständig. Aber die Verantwortliche hat mir gerade erzählt, dass sie denen, die nicht bezahlen können, auch Wasser gibt. Man kann ihnen das nicht verwehren, denn sauberes Wasser bedeutet Leben. Wir besuchen die Fischverkäuferin Marie-Michelle Azor. Ihr Mann kauft direkt von den Fischern und sie geht von Tür zu Tür, um Geld zu verdienen. Die Familie lebte nach dem Erdbeben in einem Zelt. Sie war unter den ersten, die von Caritas eines der 400 gebauten Häuser bekommen haben, und sie ist sehr stolz darauf. Wir dürfen Haiti auf keinen Fall vergessen. Haiti ist noch auf viele Jahre verwiesen auf die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft. Der Wiederaufbau wird noch viele Jahre dauern. Hier ist noch viel zu tun. Es gibt noch viele Tausende Menschen, Hunderttausende Menschen in Haiti, die in sehr schlechten Bedingungen, man muss sagen, menschenunwürdigen Bedingungen hausen und wohnen. Ein Großteil der Häuser auf den Hügeln in der Nähe des Meeres wurde durch das Beben zerstört. Die Familien schliefen im Freien und versuchten zu überleben. Heute sind die Zeiten von vor 5 Jahren nicht vergessen. Aber das Leben muss weitergehen. Andreus Comi zeigt seinem Sohn, wie man Fische fängt. Auch er hat im Alter von 5 Jahren mit seinem Vater gearbeitet. Es ist noch die traditionelle Art des Fischfangs. Manchmal hat er Glück und an einem Tag beißen mehrere große Fische an. Für einen großen kann er umgerechnet 20 Euro verlangen. Das ist viel Geld für Haiti. Aber meistens bleibt es bei den kleineren, die auch verkauft werden. Der Familie wurde ein Haus gebaut. Nicht ein normales, sondern ein mit Eisen verstärktes, Erdbeben- und Hurrikansicheres Haus, das der nächsten Naturkatastrophe standhalten kann. Die Kriterien für ein Haus sind die Einkommenssituation und die Anzahl der Familienmitglieder. Und Andreus Gourmi hat 8 Kinder. Die Caritas-Büroleiterin besucht die Familie. Sie wird immer noch unterstützt. Dieses Mal mit Schulmaterial und Schuluniform.
Viele können sich das nicht leisten. Für die Hilfsorganisation ist es wichtig, dass Kinder eine Ausbildung bekommen. Das Projekt läuft seit 2013 und 2000 Kinder haben davon profitiert. Der 12-Jährige kann es kaum erwarten und zeigt stolz seine neue Uniform. Seitdem die 10-köpfige Familie von Caritas Unterstützung bekommen hat, können sie ein wenig sparen, um ihr Haus auszustatten. Aber viele hofften auf mehr. Es gibt immer Menschen, die nie zufrieden sind. Wir versuchen, diese Mentalität zu ändern. Sie können nicht alles von den Nichtregierungsorganisationen erwarten. Für die Zukunft werden wir die Schulausbildung fördern, um die Qualität zu verbessern, die in Haiti sehr schlecht ist. Der Staat hat kaum Geld für Bildung. Nur rund die Hälfte der Kinder können in Haiti eine Schule besuchen. Für die Familie ist Ausbildung wichtig, damit ihre 8 Kinder eine bessere Zukunft haben können. Denn als Fischer ist die Zukunft ungewiss. Ohne die Hilfe von Caritas hätte ich keine Chance gehabt. Alles war verloren. Wie war der Tag des Bebens? Kein Haus in dieser Gegend blieb unversehrt. Die Schule war zerstört und wir hatten Angst, dass nach dem Beben vielleicht noch ein Tsunami nachkommt. Es war schlimm. Viele Kinder sind gestorben. Wir hatten Glück, dass uns nichts passiert ist. Ich habe nur gesehen, wie ein Haus nach dem anderen zusammenfiel. Die Bilder der Zerstörung, die Verletzten und die Toten, das werde ich nie vergessen. Viele Hilfsorganisationen übernehmen teilweise die Arbeit des Staates, um der Bevölkerung zu helfen. Wie die Organisation CARE, die in 87 Ländern der Welt vertreten ist. Im Mittelpunkt steht die Armutsminderung in der Bevölkerung. Mit Spargruppenprogrammen soll die Hilfe zur Selbsthilfe die Existenz sichern. Es war wirklich schwierig, die Menschen hier davon zu überzeugen, zu sparen. Vor allem mit anderen zusammen. In Haiti gab es schon zu viele Skandale mit Geldprojekten. Sie haben Angst, ihr Sparguthaben zu verlieren und verstehen nicht, dass man sich in der Gruppe dann auch Geld leihen kann, um ein Kleingewerbe aufzubauen. Seit 2011 wurden in 61 Dörfern Spar- und Kreditprojekte gestartet. Pro Woche werden 50 Gurt einbezahlt, das sind 90 Eurocent. Das Ziel von CARE ist es, bis 2017 insgesamt 300.000 Frauen und Männer mit Sparprogrammen zu erreichen. Sie verschaffen nicht nur Einkommen, sondern auch Stolz und Achtung in der Familie. Das Gesparte wird Ende des Jahres ausgezahlt. Und die Zinsen werden durch alle geteilt, so wie heute. Und jeder ist zufrieden. In den letzten Jahren haben Kritiker immer wieder bemängelt, dass bei Mikrokrediten nur 5% der Kleinunternehmer von den Darlehen profitieren. Sie arbeiten mehr, aber sie verdienen nicht mehr.
Das Geld wird für Schulmaterial, für die Tilgung von Schulden oder für Behandlung von Krankheiten verwendet. Deshalb sind Mikrosparanlagen effektiver. Jakob Berlus ist Bäcker und hat vom Kleinkredit profitiert. Wie alle anderen verloren er und seine Familie ihre Existenz durch das Beben. Das Haus war zerstört, aber zum Glück hatten alle überlebt. Ohne das Geld des Sparvereins hätte er nicht so schnell wieder Brot backen können. Sobald das Haus aufgebaut war, kaufte er sich einen Backofen. Seine Frau war schon Mitglied in einem anderen Spar- und Darlehensprojekt und half ihm. Sie träumen nun von einer Erweiterung der Bäckerei, sobald sie genug Geld gespart haben. Seine vier Kinder gehen in die Schule, was in einem Land wie Haiti nicht selbstverständlich ist. Ich arbeite, ich zahle ein, ich leihe mir Geld für den Ofen, dann zahle ich das Darlehen zurück und spare weiter. Und dadurch komme ich voran. Seine Frau Nerasia ist stolz auf das, was sie geschafft haben. Sie kann die Familie ernähren. Auch wenn es täglich die Grundnahrung gibt. Das ist Reis mit schwarzen Bohnen. Schon vor dem Erdbeben demonstrierten die Menschen gegen zu hohe Lebensmittelpreise, besonders für Reis. Auch heute noch können sich viele Familien nur eine Mahlzeit am Tag leisten. Rund 80% der Bevölkerung leben von weniger als 1,50 Euro am Tag. Auch der wirtschaftliche Kurs von Präsident Martelly hat daran nichts geändert. Die 17-jährige Esther lernt für ihre Prüfung. Die Familie verdient durch den Verkauf von Brot genug, um die Schulkleidung und das Lernmaterial zu finanzieren. 90% der Eltern bezahlen für einen privaten Schulbesuch, da der Staat kaum Geld für Bildung hat. Nur rund die Hälfte der Kinder in Haiti können eine Schule besuchen. Viele Menschen leben noch in Zelten. Und ohne internationale Hilfe wird das ihr Zuhause bleiben. Der Wiederaufbau ist schwierig. Dazu kommt eine Arbeitslosenrate von rund 60%. Es geht nur um das nackte Überleben, wie bei Cléon Sinclair. Die 39-Jährige hat ihren Mann vor dem Erdbeben verloren und beim Beben ihren Buben. Seitdem lebt sie mit ihren 6 Kindern in diesem Zelt. Oft weiß sie nicht, was sie ihnen zu essen geben soll. Nur 3 Kinder gehen in die Schule. Für die anderen hat sie nicht genug Geld. Wir haben alles verloren, bis auf das, was Sie hier sehen. Und mein 4-jähriger Sohn starb während des Erdbebens. Er wurde von einem Zementblock im Nacken getroffen. Ich konnte nichts mehr für ihn tun. Nach dem verheerenden Erdbeben 2010 wurde die Insel von Wirbelstürmen heimgesucht. Fast die ganze Ernte wurde zerstört. Durch steigende Lebensmittelpreise bleiben viele Töpfe leer. Mangel und Unterernährung sind die Folgen. Die meisten Kinder in dem neu erbauten Waisenhaus des Ordens der Salesianerinnen können sich nicht an die Naturkatastrophe erinnern. Sie waren noch zu klein. Viele haben durch das Beben ihre Eltern verloren. Dieses Heim wurde durch eine großzügige Spende von Caritas Österreich und Nachbarn in Not finanziert. Die 150 Mädchen haben ein privilegiertes Leben, gemessen an den vielen, die in bitterer Armut in Haiti überleben müssen.
Warum wir nur Mädchen im Waisenhaus haben? Der Grund ist, dass in Haiti die Buben, wie wahrscheinlich überall in der Welt, mehr Chancen haben. Als Nonne und Lehrerin möchte ich den Mädchen die gleichen Möglichkeiten im Leben geben. Die Situation des Bildungswesens des Inselstaates ist prekär. Die Regierung hat kein Geld. Nur 10% sind öffentliche Schulen und 15% aller Schulen sind in katholischer Trägerschaft. Über 10.000 Euro pro Monat kostet es die Kinder, auch die Buben, die tagsüber in der Schule sind, zu verköstigen. ...276 Kinder bekommen eine ausgewogene Mahlzeit. Sie sind privilegiert, indem sie ein sorgenfreies Leben bei den Schwestern haben. Es gibt viele Faktoren für die Armut und dagegen etwas zu tun, ist nicht einfach. Aber ich glaube trotzdem, dass das möglich ist. Man muss einfach den Stil unserer Arbeit danach einrichten, besonders wenn es um Kinder geht, denn sie sind unsere Zukunft. Wir können nichts für sie bewegen, ohne dass wir die Mentalität ändern. Gemeint ist die Verantwortung für die Kinder. Wenn der Staat nicht in sie investiert und die Eltern wegen ihrer Armut keinen finanziellen Beitrag zur Bildung leisten können, wird auch diese Generation nichts bewegen können. Im Wohnheim lernen die Mädchen von früh auf, was zu tun ist. Jeden Nachmittag wird gelernt. Die Schulaufgaben werden zusammen mit Hilfe der Tagesmutter erledigt. Für 13 Häuser mit bis zu 13 Mädchen arbeiten die Betreuerinnen 6 Tage lang. Einen Tag haben sie frei. Und wie überall auf der Welt wollen die kleinen Mädchen sich hübsch machen. Es ist eine unwirkliche Welt, in der sie hier leben. Abseits der Realität, vor der Pforte. Aber die Mädchen werden mit ihrer Schulausbildung vielleicht eines Tages eine wichtige Rolle in der Gesellschaft übernehmen können und das Land ändern, das seit seiner Unabhängigkeit 1804 in einer Dauerkrise zu stecken scheint. Denn so sieht die Realität aus. Ohne die Hilfe von Nichtregierungsorganisationen oder kirchlichen Institutionen wäre Haiti schon lange am Boden. Hier lernen junge Haitianer einen Beruf. 2000 von ihnen kommen vormittags und 2000 kommen nachmittags. Auf dem Gelände des Don Bosco-Ordens haben sie eine Möglichkeit, als Maurer, Installateure, Tischler, Schneider oder anderen Handwerksberufen zu arbeiten. Pater Suki Olibris ist die treibende Kraft. Die Salesianer betreuen 20.000 Schüler und Auszubildende. Durch das Erdbeben wurden alle Gebäude zerstört, auch die Schulen. Nur die Bäckerei, die das tägliche Brot für die Kinder herstellt, blieb stehen. Und über 200 Personen starben. Die neue Schule für 900 Mädchen und Buben wurde von Caritas und Ein Herz für Kinder gespendet. Um das Land aus der Armut zu führen, bedarf es gut ausgebildeter Kinder. In Haiti kann die Hälfte der Bevölkerung weder lesen noch schreiben. Deshalb ist eine Berufsausbildung mit Theorie und Praxis so begehrt. Erwachsene über 21 können hier auch ihre Schulausbildung in 4 Jahren nachholen.
Nicht weit von den Salesianern wurde in der armen Gegend Cité Soleil ein neuer Kindergarten für 1200 Vorschulkinder mit Spenden von Caritas Österreich und Frankreich gebaut. Drei Räder und eine Ausbildung nach Montessori sind einzigartig im ganzen Land. Die Kinder mussten erst einmal lernen, was Spielen und Spielzeug bedeutet. Und auch, dass sie es nicht mitnehmen dürfen. Oh, die Versuchung ist groß. Denn zu Hause haben sie keins. Barbara Höfler ist Allgemeinärztin aus Köln und lebt seit 1997 in Haiti. Sie setzt sich für die pädagogische Betreuung der Kinder ein, organisiert durch den Verein L'Espoir Material aus Deutschland und versorgt die Kinder medizinisch. Die Pensionistin ist energisch, aber sie hat dadurch viel erreichen können. L'Espoir ist in der Landessprache Kreol das Wort für Hoffnung. Und das braucht man in einem Land wie Haiti. Ihr wurde Ende 2012 das höchste Verdienstkreuz Deutschlands für ihre Arbeit überreicht. Heute ist Barbara Höfler Puppendoktorin. Damit findet sie auf pädagogische Weise heraus, ob die Kinder zu Hause genug zu essen bekommen. Pater Tsuki und die Ärztin haben vieles für die Menschen im Armenviertel ermöglicht. Kinder sind oft dermaßen unterernährt, weil die Mütter sich nur mit Prostitution überhaupt am Leben erhalten können. Die Väter verlassen die Familien, wenn das letzte Kind getäuscht ist, und die Mütter prostituieren sich für 25 Gurt einmal. Das ist einfach unglaublich. Und ohne Schutz, und dann sind sie wieder schwanger. Und die Kinder sind halb am Verhungern. 25 Gurt sind umgerechnet 45 Euro Cent. Wir fahren mit der Ärztin in das Slum. Man muss immer freundlich sein mit den Ganoven, Banditen und Bandenmitgliedern. Dann sind sie auch freundlich mit uns. In dem Stadtteil Cité Soleil wird die desaströse Lage des Landes deutlich. Hier herrschen unfassbare Umstände neben bitterer Armut. Die Banden haben sich das Gebiet wie Kriegsfürsten aufgeteilt und bekämpfen einander. Barbara Höfler ist hier bekannt. Sie hilft Familien, unterstützt alleinstehende Frauen, damit sie sich nicht prostituieren müssen. Der Vater ist beunruhigt. Sein kleiner Sohn hat Durchfall und übergibt sich. Die Ärztin weiß, woran es liegt. An der Grundernährung, schwarze Bohnen und Reis. Das ist besonders für Kleinkinder schwierig zu verdauen. Es trauen sich nur wenige hierher. Der Staat hat im Slum versagt. Es gibt wenige Toiletten. Die werden nicht aufgesucht, weil sie nicht gewartet werden. Es ist kein Wunder, dass sich die Cholera-Epidemie rasant ausbreiten konnte. Aber noch schlimmer ist die alltägliche Gewalt. Vor einigen Jahren gab es hier zwei Bandenmitglieder, die die ganze Siedlung hier, ganz TIT, drangsaliert haben. Die sind in die Häuser eingedrungen, haben gestohlen, haben vergewaltigt.
Und da sind die anderen hergegangen und haben die getötet. Manschette. Und dann haben sie die Leichen unter diesen Baum da hinten gelegt. Und die Menschen standen um den Baum herum und guckten zu, als die Schweine die Leichen auffraßen. Es ist einfach so, je ärmer die Population, desto mehr kriminelle Energien entwickeln die. Und hier ist wirklich das Ende der Welt. Hier wohnen die Ärmsten der Armen. Madame, was haben Sie jetzt wieder angestellt? Ich bin wirklich wütend. Die Frau hat eines ihrer Kinder nicht in der Schule angemeldet, obwohl Dr. Höfler dafür bezahlt. Und obendrein ist sie schwanger mit dem sechsten Kind. Haben Sie Sex gegen Geld gemacht? Sex mit jungen Kerlen? Die Frau hat bei einem Besuch in ihrem Heimatdorf bei einem Mann gewohnt. Die Miete wurde durch Geschlechtsverkehr bezahlt. Prostitution. Auf jeden Fall. Die Armut wird durch die hohe Kinderzahl verschlimmert. Die Ärztin lässt mit Hilfe der Berufsschüler neue Hütten bauen, damit es noch eine Hoffnung für die Kinder im Armenviertel gibt. Vor Port-au-Prince liegt die Insel La Gonâve. Wir wollen sehen, wie dort die Bevölkerung lebt. Die Insel hat kein Trinkwasser. Die Armut ist groß. In der Hauptstadt leben geschätzte 2,5 Millionen Menschen, ein Viertel der Bevölkerung. Und die früher grüne Insel wurde für die Erzeugung von Holzkohle fast zu 97% abgeholzt. Durch die entstandene Erosion verliert das Land jedes Jahr tausende Hektar fruchtbaren Bodens. La Gonâve hat nur Pisten. Selbst robuste Autos haben hier Schwierigkeiten. Auch hier sind die Menschen von der Nahrungsmittelknappheit betroffen. Der Boden gibt nicht viel her und die Bauern sind für die Bewässerung auf Regen angewiesen. Heute ist ein besonderer Tag. Care liefert Schulmaterial. Besonders für Kinder, die die Schule abbrechen mussten. In ganz Haiti sind davon 380.000 Kinder betroffen. Die Lehrer sind unterbezahlt, die Schulen oft kaputt und Tausende von Kindern sind daher Analphabeten. Präsident Martelly will, dass alle freien Zugang zu Schulen haben. Außerdem will er die Abhängigkeit von ausländischen Organisationen verringern, obwohl sie es sind, die Geld für Schulausbildung bereitstellen. Jedes der 490 Kinder bekommt eine Tasche mit Schulmaterial. Care möchte bis 2019 50.000 Schulabgänger erreichen und sie wieder integrieren. So wie Gerline Jean. Die 12-Jährige war 2 Jahre lang nicht im Unterricht. Einige der Kinder können den Neustart nicht abwarten, auch nicht den Beutel zu untersuchen. Die rund 400.000 Menschen auf der Insel haben ein schweres Leben. Wir wollen, dass alle Kinder in die Schule gehen und eine gute Ausbildung erhalten.
Mit dem Erlernten können die Kinder später ihrer Gemeinde helfen und aus ihrer Misere herauskommen. Wir begleiten Gerline Jean nach Hause. Das Mädchen lebt bei der Tante. Ihre Mutter hat kleinere Kinder mit einem anderen Mann, der sie nicht akzeptierte. Zwei Jahre war sie bei ihrer Großmutter. Sie musste sich um die kümmern. Erst jetzt schickt ihre Tante sie wieder in die Schule. Das Mädchen geniert sich, weil die anderen Kinder viel jünger sind und ihre Tante hat Befürchtungen, dass sie den Anschluss nicht mehr schafft. Ihre Mutter hatte sie früher zur Schule geschickt, aber sie hatte Schwierigkeiten im Unterricht. Jetzt passe ich auf sie auf und möchte, dass sie etwas lernt. Viele der Kinder werden als Haushaltshilfe benutzt. So auch Gerline. Sie muss Wasser aus dem Auffangbecken für den Abwasch holen. Das Leben hier ist nicht schön. Deshalb sollten die Kinder in die Schule gehen, etwas lernen und eine Arbeit finden. Hier können sie absolut nichts tun und nichts verdienen. Also Schule ist besser. Etwa 40% der Bevölkerung sind Jugendliche unter 15 Jahren. Viele der Kinder werden zum Arbeiten in andere Familien geschickt. Die 12-Jährige hat noch Glück, dass ihre Tante sie aufgenommen hat. Nur langsam stabilisiert sich die Lage nach dem Erdbeben. Aber politisch steckt Haiti seit Jahrzehnten in einer Dauerkrise. Hilfsorganisationen sollten nicht die Verantwortung des Staates übernehmen, aber wegen der Unfähigkeit der Regierung können die Armen sich nicht selbst überlassen werden. Musik.